Okay, Team, lasst uns anfangen. Buddel, du verteilst den Schotter. Heppo, du holst das Material her. Und du, Buggy, wirst den Beton für den Parkplatz mischen, gemeinsam mit Schleppo. Also, können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das! Kommt und lernt uns alle kennen. Das Team sind wir, der Hit. Wir haben immer viel zu tun, doch jeder hilft dir mit. Wir sind ein Team, 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 Team. Jeder ruft ganz laut, schlag ein. Hallo Schleppo, hast du schon gehört, dass Frittis Milchshake-Café ein richtig lustiger Ort wird? Also, vielleicht könnte ja auch unser Beton richtig lustig sein. Richtig lustig? Du weißt schon, neue Zutaten ausprobieren, alles zusammenmischen, sehen, was dabei rauskommt. Oh nein, 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 wir probieren gar nichts aus. Wir machen den normalen Beton. Den normalen Beton? So ist es. Glatt, flüssig und sehr, sehr grau. Oh. Also, ich brauche jemanden, der meine neuen Milchshakes testet und mir sagt, welcher von ihnen wirklich shake-tastisch ist. Ich weiß nicht, ob ich beurteilen kann, welcher Milchshake wirklich shake-tastisch ist. Oh, das ist einfach. Alles, was du tun musst, ist die schaumige, cremige, süße, fruchtige, leckere Fabelhaftigkeit zu genießen und zu sagen, was du denkst. Ich mach das. Okay, ich teste auch. Sehr schön, dann lasst uns mal loslegen. Hallo, Buggy. Wie läuft es? Nicht gut. Ich wollte lustigen Beton für den Parkplatz vom Milchshake-Café machen, aber Schleppo will den normalen Beton mischen. Eine Handvoll hiervon und einen großen Klumpen davon. Versuchen wir etwas hiervon und eine davon. Dann kommen die noch rein. Ah, ja. Ich liebe es, neue Milchshake-Mischungen auszuprobieren. Und jetzt, Leute, wird gemischt. Hier, bitte sehr, die frittiliziöse, shake-tastische Überraschung. Versuch Nummer 1. Das ist wirklich shake-tastisch. Es ist okay-tastisch. Zuerst müssen wir die Zugbrücke reparieren, damit sie hält, wenn Buddel drüber fährt. Okay, Buddel, schieb das Fallgitter so hoch, wie du nur kannst. Oh, oh, das ist schwer. Lass es nicht los, bis ich jetzt sage. Jetzt? Ach. Tut mir leid, Bob. Viel Glück, Bob. Pass auf den Geist auf. Oh, wer ist da? Möwi, bist du das? Hallo, Eure Majestät. Bob? Oh, mein Held! Hey, oh, 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 nein! Oh, 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 oh. Mann, du siehst aus, als hättest du einen Geist gesehen. Entschuldige, ich habe nur ein paar Gesangsübungen gemacht. Ich wollte dich nicht erschrecken. Oh, 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 oh. Ha, 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 ha. Oh. Haben Sie nicht. Mein Fuß ist eingeklemmt. Dann wollen wir mal. Danke. Los geht's, Prinz Schaffeviel. Vielen Dank, du Held. Hurra! Gut gemacht, Bob. Gut gemacht, Team. Juhu! Die Burg ist fertig für das Fest. Oh, da fällt mir ein, ich muss ja noch das tolle Kostüm abholen, das die Bürgermeisterin für mich bestellt hat. Ich bin gespannt, wie ich aussehen werde. Wie ein edler König? Ein Ritter.
in glänzender Rüstung würde mir auch gefallen. Oh, versammelt euch, ihr Bewohner der alten und ehrwürdigen Stadt Bauheim. Kommt und tretet durch die Tore der Burg und kniet nieder vor eurer Königin. Hoch lebe die Königin! Für deine mutige, erfolgreiche Rettung und die Verschönerung meiner Burg zu seiner jetzigen Pracht schlage ich dich hiermit zum Ritter Bob der Mutige. Und ich lobe dein wunderbares Team und die tapferen Fahrzeuge. Hurra! Ja! Bob, darf ich schon den neuen Weg ausbaggern? Warte noch. Leo muss Oscar erst in Sicherheit bringen, bevor wir mit den lauten Arbeiten beginnen. Leo sollte sich ein bisschen beeilen. Wir haben nicht so viel Zeit. Ich frag mich, wo er steckt. Hierher, Kuschel. Kuschel. Ja, komm zu mir. Ach, bitte. Bob will mit der Arbeit anfangen. Komm schon, Leo, du schaffst das. Erwischt. Jetzt muss ich nach Oscar sehen. Nein, nicht Kuschel. Pass auf. Au, au, au. Au. Hört mal, passt gut auf, dass ihr die neuen Wände nicht anfasst. Die Farbe ist noch feucht. Bob, sollte die neue Tür nicht schon längst eingebaut sein? Ich warte noch, bis Leo Oscar abholt. Kein Problem, das kann ich doch machen. Sobald ich zurück bin, helfe ich, die Wand auszuschneiden und den Weg anzulegen. Kann ich jetzt endlich den Weg ausbaggern? Noch nicht, Buddel. Wir müssen erst mal abwarten, bis Wendy zurückkommt. Ja, ja, ich weiß schon, Heppo. Wir haben nicht so viel Zeit. Ganz ruhig, Kuschel. Jetzt aber schnell. Ich muss mich beeilen, weil... Oscar! Oh! Kuschel! Vorsicht, Leo! Das war Tiershampoo. Jetzt ist der Boden bestimmt glitschig. Ach, so schlimm wird das schon nie. So war das alles nicht geplant. Wir können nicht mehr länger warten. Buddel, Heppo? Es hilft nichts, ihr müsst mit dem Weg allein anfangen. Ja, ein Glück endlich. Ich gehe los und suche die anderen. Oscar, hier geblieben. Oscar, nein. Buddel? Vorsicht! Vielleicht wäre es besser, nur schnell ein Brötchen da im Café zu essen. Das ist nicht dein Ernst. Ich bin immer etwas unruhig, wenn mich irgendjemand vertritt. Oh, Papa, komm schon. Das ist doch nicht irgendjemand. Das ist Bob. Du hast doch heute Geburtstag. Wir essen gleich im super tollsten Restaurant von Hochhausen. Na los, entspann dich. Genieß es. Aufzug fährt nach oben. Ich bin entspannt. Langsam, sachte. Sehr gut, Heppo. Ein bisschen mehr nach rechts und jetzt ganz gerade runter. Perfekt. Gute Arbeit. Oh, was für ein super riesiges Werkzeug. Wir Mechaniker kennen uns mit sowas aus. Ich könnte problemlos ein Auto reparieren mit Hilfe so eines Teils. Was erzählt Buggy denn da? Ich verstehe gar nichts. Ich glaube, er versteht es selbst nicht.
So, die letzte Dachplatte ist auch eingebaut. Jetzt müssen wir nur noch das neue Leuchtschild aufhängen und das Gerüst entfernen. Sieht aus, als wenn Charlies Überraschung rechtzeitig fertig wird, falls nichts dazwischen kommt. Hallo? Kann mir jemand behilflich sein? Ich glaube, ich habe hier ein kleines Problem. Was soll ich heute für euch kochen? Was geht am schnellsten, Fritti? Am schnellsten? Oh, oh, das Minutensteak, das dauert eine Minute. Das hätte ich gern. Was nimmst du, mein Sohn? Jetzt lass den armen Mann nicht warten. Wir müssen auch möglichst schnell wieder zurück. Aus was sind Spinatnudeln gemacht? Aus Spinat und Nudeln. Ah, okay. Hört sich gut an. Und, Schinken-Pilze-Pizza. Was ist das? Das ist eine Pizza mit Schinken und Pilzen drauf. Was sonst? Und das hier, Burger und Pommes. Ist das... Pommes und ein Burger. Lecker. Ich glaube, ich nehme das alles. Wie alles? Jetzt? Ich habe einen Bärenhunger. Okay, Herr Brauer. Ich glaube, der Reifendruck stimmt bei allen Reifen. Ja, aber der hier könnte vielleicht etwas mehr vertragen. Was sagst du, Philipp? Sehr richtig, Herr Brauer. Okay, na gut. Noch ein kleines bisschen. Noch etwas mehr? Noch etwas mehr? Halt! Nein, das war jetzt zu viel. Bob, da stehen jetzt noch mehr Fahrzeuge an. Hallo, Bob! Hallo, Betty. Ich bin gleich bei euch. Wir müssen noch das Leuchtschild aufhängen. Ich weiß, aber in dieser Werkstatt steht der Service immer an erster Stelle. Wir könnten die Luft ganz rauslassen und noch mal von vorn anfangen. Och, ich wünschte, ich könnte auch nach oben und ganz Hochhausen sehen. Du hast es gut, Möwi. Du kannst auf das Dach eines Hochhauses fliegen, wann immer du willst. Alles eingeladen. Es kann losgehen, Vinci. Achtung, jetzt kommt die Kornkraft. Warte mal. Vielleicht kann ich doch auf das Dach vom Hochhaus kommen. Und das ganz ohne normalen Fahrstuhl. Jetzt werden wir den Motor in den Fahrstuhl einbauen. Leo und ich schrauben ihn fest und du, Wendy, sorgst für den Stromanschluss. Okay, Bob. Kommt und lernt uns alle kennen. Als Team sind wir der Hit. Wir haben immer viel zu tun. Doch jeder hilft dir mit. Jeder ruft jetzt laut, schlag ein. Jeder klatscht im Takt. Wir sind ein Team, 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 Team. Jeder ruft ganz laut, schlag ein. Vinci, kannst du den Lastenaufzug wieder runterlassen? Wir müssen eine extra schwere Ladung zu Bob nach oben bringen. Kommt sofort runter. Eine extra schwere Ladung kommt jetzt nach oben. Was machst du da, Buggy? Ich werde mir ganz Hochhausen ansehen. Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist. Peppo, du musst dir keine Sorgen um mich machen. Ich werde einfach die ganze Zeit hier drin bleiben. Hier kommt eine extra schwere Ladung für ganz oben, Vinci. Jetzt kommt noch mehr. Krankraft. Ich fahre hoch, ich fahre hoch, ich fahre immer noch hoch. Oh, oh nein, das ist ja höher, als ich dachte. Kannst du was sehen? Da oben? Kannst du ganz Hochhausen sehen? Hallo, Buggy. Ja. Alles, Budde. Oh, und wie sieht es dort aus? Oh. Ihr seid ganz schön weit unten. Ich glaube nicht, dass es ihm so gut gefällt. Danke, Budde. Kannst du das schnell rüber zu Wendy bringen? Ich bin im Zeitplan etwas hinterher. Und du scheinbar auch, Buggy. Kein
Keine Sorge, Bob, das räume ich sofort auf. Hallo, Wendy. Hallo, Bob. Also, die Strickleiter hängt, die Aussichtsplattform ist fertig. Ich muss nur noch die Fenster einsetzen. Und was ist mit der Flagge für das Baumhausdach? Was? Es gibt eine Flagge? Die steht aber nicht auf meinem Plan. Keine Sorge, ich kümmere mich um die Flagge. Ah. Oh. Sobald ich meine Werkbank repariert habe. Halt es gut fest, Heppo. Mit dem Leim bleibt das Fensterglas an Ort und Stelle, aber es klebt sehr stark, also nicht anfassen. Und wie stark ist sehr stark? Sieh mal, Wendy, das hier sind alles Bilder von den Lieblingssachen der Sporties. Die anderen werden sich bestimmt freuen. Pass auf das klebrige Zeug auf, Sophie. Keine Sorge, Heppo, ich stelle mich vor das Fenster. Erledigt. Los, komm, Wendy, jetzt hängen wir die Seilrutsche auf. Was ist denn passiert? Ist alles in Ordnung bei dir? Das Baumhaus wird doch rechtzeitig fertig sein. Es ist alles in Ordnung, Sophie. Geh schon vor. Ich komme in einer Minute nach. Ah, ich verstehe. Der Leim klebt sehr stark. Okay, alles ist an seinem Platz. Mixi bringt gerade den Beton. Jetzt fehlt nur noch die Flagge und das war's. Wendy? Ich habe eine obertolle Idee. Wir stellen unseren größten Pokal schon mal ins Baumhaus. Nein, Sophie, warte. Mixi gießt gerade den Beton. Damit werden die Stützbalken festgemacht. So wird das Baumhaus sicher und wackelt nicht. Der Beton muss erst trocknen, bevor ihr ins Baumhaus könnt. Okay? Na klar. Ich kann warten. Bitte schön, alle Steine sind geordnet. Buggy, die großen Steine gehören immer nach unten. Wieso? Wofür soll das gut sein? Oh! Dafür, dass das nicht passiert. Oh. Hilfst du mir, das wieder aufzuräumen? Geht nicht. Dann kommt Wendys Plan durcheinander. Das machen wir später. Komm schon. Gewartet. Jetzt muss das Baumhaus fertig werden. Erledigt, Wendy. Der Zement ist perfekt gegossen. Hier rüber! Zu mir! Oh, die sind aber schnell. Auf dem Eis sind sie noch viel schneller. Oh, Eishockey macht sicher sehr viel Spaß. Oh, ich glaube, Buddel, wenn man ein schweres Fahrzeug ist wie du, sollte man Eis lieber meiden. Mila, Tim, Anton, Sophie, spielen könnt ihr später immer noch. Also vergesst nicht, warum ihr hier seid. Entschuldigung, Betty. Ah, hallo Sporties. Bob, wir wollten heute Abend ein Eishockeyspiel auf der Eisbahn von Ballstadt spielen. Aber die Kältemaschine ist kaputt und das Eis ist geschmolzen. Darum haben wir gedacht, vielleicht... Können wir stattdessen hier spielen? Oh, ach, es tut mir leid, aber wir sind noch nicht fertig. Oh, bitte! 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 Bob, und wenn wir ganz schnell arbeiten? Wir können sehr schnell arbeiten. Gut, wir können's versuchen. Können? Bob sagt, sie können's. Ja, ja, wir können! Super! Ja, danke, Bob! Bob ist der Beste! Ich glaube, ihr habt Bob genug gelobt für heute. Kommt jetzt rein mit euch, Sporties. Ich bringe euch nachher wieder her zum letzten Training. Was war das denn eben? Du hast den Sporties gerade versprochen, dass wir die Eisbahn heute Abend fertig haben. Hab ich das? Tja, in dem Fall... Packen wir es an. Ja! Gut. Wendy und ich fahren zur Werkstatt und holen die durchsichtigen Plastikplatten, die die Eisbahn umringen werden. In der Zeit könnt ihr schon loslegen. Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das! Kommt und lernt uns alle kennen. Als Team sind wir der Hit. Wir haben immer viel zu tun. Doch jeder hilft dir mit. Jeder ruft jetzt laut, schlag ein, jeder klatscht im Takt. Die besten Freunde helfen gern, wir geben, was wir können. Wir sind ein Team, 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 Team. Jeder
Wer ruft ganz laut? Schlag ein! Ach, klasse! Kalt wie eine Eisbärennase. Wo kriegen wir denn das Eis her? Das machen wir natürlich selbst. Aus Wasser. Ja, ganz genau. Sobald das Wasser durch die Rohre fließt, wird es kalt. Und wenn es wirklich kalt ist, wird es zu Eis. Du meinst, Eis ist einfach festes Wasser? Ganz genau. Oh.